Hey du, komm mal her. Komm. Wir müssen leise sein, weil heute möchte ich euch ein paar ganz, ganz geheime Lehrertricks für die ZPC in Englisch verraten. Also pst. Viel Spaß. Sind natürlich nicht so geheim. Ich denke, die meisten von euren Lehrern werden euch das auch schon mal irgendwo angedeutet haben. Wiederholen schadet hier nicht. Also, vor allen Dingen bei der ZPC in Englisch gibt es zwei Dinge, auf die ihr besonders achten solltet beim Leseverstehen. Das erste ist, wenn du dir so eine ZPC-Leseaufgabe für Englisch anschaust, dann steht da meistens irgendwo in der Aufgabenstellung irgendein Schlüsselwort. Und wenn du im Text nach diesem Schlüsselwort suchst, dann kannst du wahrscheinlich auch eine Textstelle finden, wo das vorkommt. Und die Textstelle ist dann meistens auch gesucht. Das kann natürlich auch sein, dass eine synonyme Textstelle verwendet wird. Zum Beispiel, du suchst nach Great Britain und im Text steht dann irgendwas mit British Students. Na, aber wenn du dann weißt, aha, es geht das eine Mal um Schools in Britain und das andere Mal um British Students, dann ist das ja quasi miteinander verwandt. Also darauf achten. Wörter in den einzelnen Aufgaben heraussuchen und dann im Text danach scannen. Deshalb sage ich ja auch immer, lies dir vorher die Aufgabenstellungen durch. Wenn du das machst, dann hast du nämlich eine Vorstellung davon, was du gleich lesen wirst und du hast natürlich auch eine Vorstellung davon in deinem Kopf, was du am besten beachten solltest. Also scan die Aufgaben, scan den Text, such nach Schlüsselwörtern oder nach Wörtern, die damit verwandt sind. Der zweite Tipp fürs Leseverstehen in Englisch, aber auch in ganz, ganz, ganz vielen anderen Aufgaben, die ihr im Laufe eurer Schullaufbahn bekommen werdet. Oft sind die Aufgaben so aufgebaut, dass sie hintereinander in der Textreihenfolge kommen. Das hat zwei Effekte für dich. Erstens, du kannst vermuten, dass ganz häufig Aufgaben, die du gerade beantwortet hast, ein paar Zeilen weiter mit der nächsten Frage weitergehen. Ja, ist das klar? Also du hast die erste Frage jetzt hier, Zeile 5 bis 7 und dann kommt die nächste Frage und die ist dann Zeile 9 bis 10. Und danach, die ist dann meinetwegen Zeile 13 bis 15. Auf jeden Fall kommen die nacheinander und sind nicht irgendwie durcheinander gewürfelt. Ganz häufig. Kann natürlich auch anders sein, aber passiert relativ häufig und ist ja auch logisch. Jetzt kommt meine zweite Begründung und die macht das Ganze nämlich auch logisch. Oft ist es so, dass ihr eine Frage habt, zum Beispiel, wen hat Mr. X bei der Telefonzelle getroffen? Und dann ist nämlich in der nächsten Frage, und jetzt aufpassen, was hat Mr. X mit Fritz gemacht? Im Prinzip steht eure Antwort schon in der Aufgabe darunter und ihr müsst nur noch nach der Stelle suchen, wo das denn der Fall ist. Eigentlich ist es kein großes Geheimnis, aber für das Textverständnis ist es halt eben total wichtig, dass ihr euch das bewusst macht, dass die Aufgaben oft aufeinander aufbauen, weil der Text aufeinander aufbaut und dass ihr die Antworten für die Fragen vorher in der Frage danach bekommt. Nicht immer, aber oft. Achtet mal drauf, geht mal die alten ZPCen durch, entweder in euren Finale-Heften oder auf der Seite der Standardsicherung. Ich habe ja außerdem noch einen anderen Artikel und noch ein anderes Video gemacht. Das verlinke ich auch in der Beschreibung unten. Ja, wenn euch das Video ein bisschen geholfen hat, dann Daumen hoch, Abo klicken, Kommentar schreiben, gesund bleiben, bis zum nächsten Lernsnack. Macht's gut und hier, viel Erfolg in den Prüfungen, ne? Das wird schon.